So, mit diesem Tusch geht's weiter. Weiter. Im Gebiet Kloster. Denn wir sind letztes Mal von der Klippe gesprungen. Kessler gesagt, spring. Wir sind gesprungen. Er selber ist nicht gesprungen. Feigling. Ja. Muss man einfach auch mal so sagen. Nein, er ist auch gesprungen. Wahrscheinlich, vermuten wir. Nach einer halben. Ja, ich auch. Nach einer halben Stunde Entscheidungsphase. Letzte Video gucken oder auf YouTube. Beste. So. Wir müssen den Wucherer so schnell wie möglich stoppen. Vorsicht! In diesem Zustand kannst du nicht einmal eine Fleischschwanze aufhalten. Wenn du das Kloster verlassen willst, müssen wir zuerst deinen Körper heilen. Das erfordert viele Tage mit bewusstem Training und Ruhe, um den geschwächten Körper nicht zu sehr zu belasten. Wo sind meine ganzen Sachen? Der Prior hat persönlich angeordnet, dass deine gesamte Ausrüstung in den Gemächern der Erzmagier weggeschlossen wird. Er kennt Kessel von seiner eher spontanen Zeit, deshalb wollte er dich vor weiteren unüberlegten Entscheidungen schützen. Auch wenn es unmöglich ist, die Ausrüstung auf eigene Faust zurückzubekommen, musst du dir keine Sorgen machen, dass du etwas von deinem Besitz verlierst. Sobald es dir besser geht, bekommst du alles, was dir gehört, zurück. Weiß dieser Prior von all dem, was passiert ist? Natürlich, wir haben alles weitergegeben, was Kessel gesagt hat. Leider gab es nicht viel davon. Der Prior möchte erst eine finale Entscheidung treffen, wenn er sich mit Kessel unterhalten hat. Kessel muss sich aber erst noch erholen. Du solltest wissen, dass die meisten Magier im Kloster Volk als jungen Mann in Erinnerung haben, als er sein eigenes Schicksal in die Hand nahm und die Welt verbessern wollte. Hesse versucht seit Jahren, sie zur Einsicht zu bringen. Leider ohne großen Erfolg. Wie geht es Kessel? Leider viel schlechter als dir. Adanos selbst muss ihm Kraft gegeben haben, um es mit all den Wunden bis hierher zu schaffen. Er wurde von mehreren Bolzen getroffen und der Sturz aus der Höhe hat es nur schlimmer gemacht. Wir tun alles, was wir können, um seinen Körper zu heilen, aber manche Dinge brauchen einfach Zeit. Ich bin sicher, dass Kessel in ein paar Wochen wieder mit uns reden kann. Gibt es keinen schnelleren Weg der Heilung? Kessel hat mich schon zweimal gerettet. Ich kann ihn nicht so zurücklassen. Wie ich schon sagte, kann nicht jede Wunde in wenigen Augenblicken mit Magie geheilt werden. Zauber belasten den Körper. Euch mit Sprüchen zu heilen, könnte katastrophale Folgen haben. Du hast auf wundersame Weise den Tod vermieden und darüber solltest du froh sein. Aber du brauchst Zeit und Kessel erst recht. Wenn das so ist, gib mir meine Waffen zurück und ich werde die Sache beenden. Ich sehe, dass du nicht nachgeben wirst, zumindest bis du dir selbst oder jemand anderem Schaden zufügst. Um ehrlich zu sein, habe ich das erwartet. Deshalb habe ich, während ich gewartet habe, dass du aufwachst, an einen bestimmten Trank gedacht, der dir helfen könnte, dich schneller zu erholen, aber... Aber? Aber wahrscheinlich ist es nur eine Klosterlegende, eine Legende über ein Rezept eines Allheilmittels, Dagobert's Panacee, die ich gehört habe, als ich noch ein junger Novize war. Angeblich war sein Schöpfer Dagobert ein äußerst talentierter Alchemist. Der Magier Rirol versuchte viele Jahre lang, es nachzustellen, wurde aber durch den ausbleibenden Erfolg entmutigt und gab seine Arbeit schließlich auf. Wenn ein neues Paar Augen auf dieses Rezept schauen würde, könnte vielleicht ein Durchbruch erzielt werden. Wie überzeuge ich ihn zu helfen? Rirol? Du könntest es versuchen, aber er ist schon so alt, mürrisch und faul. Ich bezweifle, dass etwas dabei herauskommt. Vor allem, wenn du von außerhalb des Klosters kommst. Kannst du nicht mit ihm reden? Glaube mir, das habe ich versucht, sobald ich die Prüfung des Wassers bestanden hatte. Rirol befürchtet wahrscheinlich, dass sich das Rezept am Ende als wertlos erweist und dass er den größten Teil seines Lebens einem Wunschtraum gewidmet hat. Oder schlimmer noch, jemand anderes als er entschlüsselt das Geheimnis. Jedenfalls bin ich an Rirol im Erdgeschoss vorbeigelaufen, als ich dich besucht habe. Vielleicht ist er noch da, versuch dich mit ihm zu unterhalten. Dir die Beine zu vertreten, wird dir gut tun, aber vergiss nicht, dass du dich nicht überanstrengen darfst. Na gut. Ich glaube da nicht dran. Warte mal. Erzähl mir etwas über das Kloster.
Das Kloster wurde vor vielen Jahrhunderten auf der Insel gegründet, noch bevor die Bester Mann übrigens, Priordian. Der Glaube an Adanos war in dieser Gegend schon immer sehr stark. Sogar die Wolfssöhne selbst haben zur Gründung dieses Ortes beigetragen. Ursprünglich bestand das Kloster nur aus einer Kirche auf einer felsigen Insel nördlich von uns. Im Laufe der Zeit, als mehr Magier und Novizen ankamen, wurden weitere Gebäude hinzugefügt. Ganz am Ende wurde eine große Brücke errichtet, um das Kloster mit dem Rest der Insel zu verbinden, was den Ort für den Handel und häufigere Pilgerfahrten öffnen sollte. Kannst du mir etwas über Magie beibringen? Wir haben ein gemeinsames Ziel, also denke ich, es kann nicht schaden, dir die Grundlagen der Nutzung magischer Energie zu vermitteln. Natürlich ist es bei ihm wieder umsonst. Komm wieder, wenn du mehr Erfahrung hast. Komm wieder, wenn du mehr Erfahrung hast. Du weißt bereits mehr als einige der Novizen in unserem Kloster. Ja, auch schlimm, wenn nicht, ja. Geh weg. Ich glaube nicht, dass ich daran was ändere. Schlimme Zeiten sind das. Krass, man kann sogar langsam gehen. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Wie geht es dir, mein Junge? Ich habe gehört, was passiert ist. Sei versichert, dass wir die Schuldigen finden und dafür sorgen werden, dass sie für ihre Verfehlungen gerade stehen. Danke für deine Sorge, Meister. Ich habe gehört, du hast früher an Dagoberts Rezept der Panazee gearbeitet. Ich weiß nicht, wer dir so einen Blödsinn erzählt hat. Das Rezept von Dagoberts Panazee ist ein Märchen, das sich die Dorfbewohner ausgedacht haben. Ein Trank, der alle Wunden heilt? Das ist doch lächerlich. Du hast wahrscheinlich Fieber, junger Mann. Es ist das Beste, wenn du so schnell wie möglich wieder ins Bett bist. Ja. Marvin, bist du das? Mit der Narbe im Gesicht habe ich dich fast nicht erkannt. Aber deine Stimme kam mir irgendwie bekannt vor. Anna? Ich wusste, du würdest mich auch wiedererkennen. Sag mir, was ist mit dir passiert? Du siehst aus, als hätte dich ein ganzes Rudel Wölfe erwischt. Mein Freund und ich wurden von Banditen überfallen. Diese Bastarde sind der Fluch dieser Insel. Ich wäre ihnen fast selbst zum Opfer gefallen. Ich wollte in die Stadt gehen, um mir eine bessere Anstellung zu suchen als das, was man uns in Silbach angeboten hat. Unterwegs traf ich einen freundlichen Läufer von der Händlergilde. Er versprach mir, mich direkt in die Stadt zu bringen. Irgendwann merkte ich, dass wir vom Hauptweg abkamen. Also schlug ich vor, dass ich den Rest der Strecke vielleicht alleine gehen könnte. Dann wurde es richtig unangenehm. Zum Glück tauchte im letzten Moment ein Mann in einer Lederrüstung aus dem Nichts auf und betäubte den Banditen mit einem Schlag seines Holzstabs. Er wollte mir seinen Namen nicht nennen, sondern sagte mir nur, dass er ein demütiger Diener von Adanos sei und mich dorthin bringen würde, wo ich in Sicherheit sei. So kam ich in das Kloster. Die Magier haben sich um meine Wunden gekümmert. Als es mir besser ging und ich all die Menschen hier in ihrem hoffnungslosen Zustand sah, konnte ich nicht einfach tatenlos dasitzen. Ich habe den Verwundeten geholfen, Wäsche gewaschen, geputzt und sogar für die Kranken gekocht. Früher hätte ich nicht einmal im Traum daran gedacht. Aber jetzt erfüllt es mich, anderen zu helfen. Ich hoffe, du schlägst dich auch gut. Was ist mit deinem Bruder? Hast du ihn gefunden? Schwieriges Thema, Anna. Schwieriges Thema, direkt ins Fettnäpfchen. Leider ist Jorn tot. Es tut mir so leid, Marvin. Ich hatte keine Gelegenheit, ihn näher kennenzulernen, aber er schien ein sehr guter und ehrlicher Mann zu sein. Wenn du darüber reden möchtest, weißt du, wo du mich findest. Ich möchte dich etwas fragen. Sicher, Marvin. Wir flüchten, wir müssen zusammenhalten. Der Magier Virol ist im Besitz eines bestimmten Rezepts, mit dem ich mich viel schneller erholen könnte. Leider tut er so, als wüsste er nichts davon. Ich kann kaum noch laufen und werde es nicht selbst holen können, aber vielleicht kannst du dich ja danach umsehen. Ich weiß nicht einmal, wo Meister Virols Quartier ist. Außerdem kenne ich mich nicht besonders gut mit Rezepten aus. Ich wüsste nicht, wonach ich suchen sollte. Ich kann für dich nachsehen, wo sein Quartier ist. Wenn du dich besser fühlst, kannst du selbst hingehen und es durchsuchen.
So, sterben wir jetzt? Meister Rirol hat ausdrücklich angeordnet, dass sie Kranken im Bett bleiben sollen. Du musst dich ausruhen, sonst wirst du nie wieder gesund. Hey, du. Ich finde wieder diese Musik hier richtig nice, ne? Da, 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 da. Hey, du. Was kannst du mir über das Kloster erzählen? Der Klosterkomplex ist einer der ältesten auf der Insel. Sein Bau begann in der Zeit von Wolftag, obwohl es ursprünglich nur eine kleine Kapelle sein sollte. Im Laufe der Jahre wurde das Heiligtum erweitert und der Glaube an Adanos begann unter den Inselbewohnern zu dominieren. Wolftag selbst wurde durch den Einfluss der Magier dieser Zeit friedlicher. Wer weiß, wie weit er ohne sie gegangen wäre, um sein Imperium aufzubauen. Dieser Moment, wenn sie Ausschnitt trägt und du einfach hingucken musst, so stehen die beiden sich gegenüber. Was kannst du mir über die Wassermagier erzählen? Seit unsere Vorgänger auf der Insel in den Tagen von Wolfzack angekommen sind, helfen wir Menschen, deren Körper und Geist Heilung benötigen. Wir verbreiten gleichzeitig den Glauben an Adanos und wenn sich die Diener von Innos und Belia nicht gerade im Krieg miteinander befinden würden, würden wir im Moment das Gleichgewicht zwischen ihnen bewahren. Der Prior verbietet uns jedoch, uns in einen bewaffneten Konflikt zwischen dem Königreich und den Orks einzumischen. Also haben wir in dieser Angelegenheit schon seit ein paar Jahren nichts mehr unternommen. Wer hat hier das Sagen? Priorin hat in den wichtigsten Angelegenheiten das letzte Wort. Aber er trifft keine Entscheidungen, ohne sich mit dem Rat zu beraten. Weniger wichtige organisatorische Angelegenheiten werden von den ihnen zugewiesenen Magiern erledigt. Das fällt mir jetzt erst auf. Der oberste Wassermagier heißt Regen. Das macht so viel Sinn. Und der vom Innos-Kloster, der heißt bestimmt Schein, keine Ahnung. Und der im Belia-Tempel, keine Ahnung, wohnt. Erzähl mir etwas über den Prior. Regen ist jetzt alt, aber er hat immer noch seinen scharfen Verstand bewahrt. Zumindest meiner Meinung nach. Denn nicht jeder im Kloster ist mit seinen Entscheidungen der letzten Zeit einverstanden. Aber kein Wunder, wir leben in schwierigen Zeiten und stehen jeden Tag vor ernsten Problemen. In einer solchen Situation ist es sehr leicht, Meinungsverschiedenheiten zu haben. So, wir siffen hier noch ein bisschen den Boden voll. Ja. Hier vorne noch was vom Tisch, die Bitzen. Ja. Ein Stück Käse. Also das ist das Schlimmste hier ran, dass man nicht schnell gehen kann. Hier in unserem Raum vielleicht noch irgendwas. Ha! Der stand doch gerade auf.
Ein paar Dietriche wären hilfreich. Ich wollte gerade nach dir sehen. Wie geht es dir heute, Marvin? Um ehrlich zu sein, fühle ich mich heute ziemlich gut. Das freut mich zu hören. Nur noch ein paar Tage und du bist hoffentlich wieder voll bei Kräften. Wegen des Themas, über das wir gestern gesprochen haben. Ich weiß jetzt, wo Hyrols Quartier ist und kann dich dorthin bringen. Wo sind Riordian und Hyrol? Riordian kümmert sich um die anderen Verletzten, die gerade mit einem Boot im Kloster angekommen sind. Er sollte mit ihnen in ein paar Stunden im Spital ankommen. Was Riorol angeht, er ist wahrscheinlich in seinem Arbeitszimmer wie immer um diese Zeit. Keine Sorge, ich weiß, wie ich ihn herauslocken kann. Darf ich das Spital einfach so verlassen? Riordian hat den Novizen gesagt, dass du tagsüber spazieren gehen darfst. Also sollten wir damit keine Probleme haben. Er hat auch gesagt, dass ich dir diese Robe geben soll, damit du nicht in diesen alten, zerfledderten Klamotten draußen herumlaufen musst. Man hätte mir auch einfach meine Sachen lassen können. Tut mir leid, ich glaube, du bist die letzte Person, die in einem Kloster leben sollte. Und dieses Blau, ich glaube nicht, dass das deine Farbe ist. Wie auch immer, lass uns keine Zeit verschwenden und zu Riorol gehen. Denk daran, dass heute im Kloster eine Art Ruhetag ist, also versuche gar nicht erst in irgendwelche Räume zu rennen oder jemanden zu stören. Ist sie gut? Ja. In Ordnung, wir sind da. Ich rufe nach Hyrol und sage ihm, dass wir Hilfe im Spital brauchen. Du gehst dann rein und suchst nach dem Rezept. Verstecke dich dort und warte, bis wir ein Stück gegangen sind. Hilfe! Kann es nicht einen Tag geben, an dem mal keiner von ihnen zu ersticken droht? Der Gegenüber hat alles gesehen. Wo hast du das denn schon wieder her? Auch geil, dass ich so ein nicer Typ bin, dass ich das einfach so öffnen kann. Ohne irgendwas zu brauchen. Hier gibt es nichts Interessantes. Also ich wackele einfach mit dem Finger ein bisschen dran. Hier links rum, rechts rum. Hier gibt es. Ja, nichts Interessantes. Hier gibt. Auch nichts Interessantes. Auch nicht. Schade, dass man den Sextanten da nicht aufheben kann. Das wäre richtig epic. Ach ja. So. Mana Elixier, beste. Ein paar coole Zauber sind auf jeden Fall dabei. Dann gehen wir doch hier noch mal ein bisschen herum, Fiedebum. Ich glaube, ich hätte hier schon hingekonnt. Wenn ich mehr Fleischpflanzenzauber gehabt hätte. Leider bin ich beschäftigt. Ja, leider ist er beschissen. Junge.
Das ist so geil, ne? Ich kann einfach alles öffnen und einen Scheiß. Ein paar Dietriche wären oha! Hilfreich. Okay. Nichts gesagt. Sind hier vorne meine Sachen drin? Oder wie war das? Ich weiß das nicht mehr genau. Die Frage ist jetzt auch, muss ich die Kiste hier mit dem Zauber öffnen? Ist da was drin, was wir brauchen? Wir speichern mal vorsichtshalber. Nö, aber wir nehmen es mit. Hey. Was ist mit Kessel? Siehst du eine Verbesserung? Leider ist sein Zustand zu diesem Zeitpunkt immer noch sehr ernst. Wie ich schon beim letzten Mal sagte, kann es viele Wochen dauern, bis er sich erholt. Ich habe es geschafft, das Rezept zu bekommen. Sei leise, sonst kann er uns hören. Ich habe ihn gerade im Erdgeschoss des Spitals gesehen. Okay, zeig mir das Rezept. Interessant. Die Zubereitung der Panace selbst scheint nicht sehr kompliziert zu sein. Es gibt nur ein paar Schritte, die genau befolgt werden müssen. Und es gibt auch einige Ungenauigkeiten, wenn es um die Zutaten geht. Lass uns keine Zeit verschwenden. Bauen wir diese Panazzi. Nicht so schnell. Zuerst muss ich herausfinden, was ich mit den fehlenden Zutaten machen soll. Einige sehen nach Übersetzungsfehlern aus und einige sind in unseren Gefilden nicht erhältlich. Ich werde dieses Rezept genau studieren müssen. Ich komme morgen zu dir und wir überlegen uns, wie es weitergeht. Für heute hast du genug Aufregung gehabt. Es ist Zeit, sich auszuruhen. Was recht, ich fühle mich schon ein bisschen müde. Ich habe das Gefühl, dass meine Hände die ganze Zeit zittern. Kein Wunder, das ist die natürliche Folge der Verletzungen, die du erlitten hast. Mach dir keine Sorgen, es wird jeden Tag besser. Hey, du. Hey, du. Die Magier haben kein Problem damit, wenn eine Frau im Kloster herumläuft. Eigentlich kommen ständig Menschen beim Kloster vorbei. Früher war der Besuch für Außenstehende nicht möglich, aber wegen der Abriegelung von der Außenwelt hatten sie keine Möglichkeit mehr, ihr Gelübde zu erfüllen, den Armen zu helfen. Hier finden die Armen und Kranken Unterkunft und Pflege. Eine Frau und noch dazu eine Hilfsbereite macht für sie wahrscheinlich keinen Unterschied. Mhm. Vielleicht hätte ich das mit der Tür machen müssen. Ausgeruht? Du siehst jeden Tag besser und besser aus. Danke, nicht gleichfalls. Das ist mehr, als ich von dir sagen kann. Du siehst aus, als wärst du die ganze Nacht wach gewesen. So war es auch. Ich habe seit den frühen Morgen Stunden an diesem Rezept gearbeitet und ich schätze, Aldanos selbst hat über meinen Geist gewacht, denn ich bin nicht nur wach geblieben, sondern habe es auch geschafft, dieses Rezept zu lesen. Also, können wir es jetzt brauen? Es gibt zwei Probleme. Erstens brauchst du eine Menge Zutaten, um die Panazze herzustellen. Es wird eine Weile dauern, bis ich die ganze Liste zusammengestellt habe, um nicht den Verdacht der anderen Magier zu erregen. Das größere Problem wird jedoch der alchemitisch sein. Können wir nicht den alchemitisch von jemand anderem benutzen? Und riskieren, dass jemand davon erfährt? Wir könnten das Rezept genauso gut ins Meer werfen. Einige der Zutaten sollte ich noch aus meiner Zeit als Novize haben, aber es gibt ein paar, bei denen du mir helfen musst. Warum interessierst du dich plötzlich für diese Panazee? Du
Du bist nicht der Einzige, der sich um Kessels Genesung sorgt. Er ist ein guter Mann und ohne ihn wird Achrolos in einer wirklich schwierigen Situation sein. Deshalb dachte ich mir, dass ich so schnell wie möglich etwas unternehmen sollte. Außerdem ist Dagoberts Panazee eine gute Gelegenheit für mich, all den alten und mürrischen Magiern zu beweisen, wie gut ich als Alchemist bin. An die Arbeit. Ich habe für dich eine kurze Liste mit der benötigten Ausrüstung geschrieben und wo du sie finden kannst. Ich überlasse es dir herauszufinden, wie du sie bekommst, aber denk daran, wenn du beim Clown erwischt wirst, bekommen wir großen Ärger. Eine Sache, die meisten Leute im Kloster sind darüber informiert, dass du kein Novize bist, aber wenn dich ein alter Magier für einen hält, brauchst du ihn nicht zu korrigieren. Alles klar, Chef. Achso, ich sollte vielleicht in die Liste schauen. Gut. Dann schauen wir mal. Ich versuche, so viele Trauben wie möglich zu pflücken. Ich habe gerade keine Zeit. Was hat es mit den Trauben auf sich? Das ist eine Tradition unseres Klosters, die mit der Ernte zu tun hat. Der Novize, der die meisten Trauben pflückt, muss nicht beim Herbstputz helfen. Ich gewinne diesen Wettbewerb jedes Jahr, aber diesen Sommer ist ein neuer Typ dazu gekommen. Er muss wohl auf einem Weingut gearbeitet haben, denn er pflückt Trauben, als würde er das schon seit Kindestagen tun. Würdest du mir deinen Mörser leihen, wenn ich dir dabei helfe? So sei es, aber denk daran, ihn nicht zu verletzen. Kämpfe werden im Kloster nicht geduldet. Sind die Wettkämpfer bereit? Möge der alljährliche Wettbewerb in Traubenpflücken beginnen. Na gut, das war's quasi schon mit dem. Mal zum nächsten rüber. Kandak? Was machst du denn hier? Du siehst nicht wie ein Magier aus. Bin ja auch ein Novize, du Pisser. Ich wurde schwer verletzt und die Magier helfen mir, mich zu erholen. Weißt du, mein Körper ist in perfekter Verfassung, aber mein Geist braucht Heilung. Seit der Sache mit den goldenen Innersen komme ich nicht mehr zur Ruhe. Die Feuermagier sagen, dass alles in Ordnung ist und ich die Sache fallen lassen soll. Aber möge Innos mir diese Worte verzeihen, ich stimme ihnen nicht zu. Wir sollten alle Ungläubigen über unseren Herrn belehren. Diejenigen, die sich irren, sollen wir durch unsere Worte, unser Beispiel und unser heiliges Feuer bekehren. Stattdessen sind wir damit beschäftigt, Statuen zu verkaufen und das Vermögen der Kirche zu vermehren. Deshalb habe ich das Gefühl, dass meine Flamme des Eifers erlischt und ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll. Ich kann meinen Brüdern nichts davon erzählen. Was würden sie von mir denken? Oder was, wenn ich einem von ihnen meine Zweifel ins Herz lege? Als ich also sah, dass die alten Dämonen zu mir zurückkehrten und ich wieder nach der Flasche griff, nahm ich sofort meine Sachen und kam hier ins Kloster. Ich war auf der Suche nach einem Rückzugsort, an dem ich in Ruhe beten, mich von der Außenwelt abkapseln und die Dinge von Anfang an durchdenken konnte. Ich glaube nicht, dass das sehr gut funktioniert. Das brauchst du mir nicht zu sagen. Ich bringe Schande über meinen Orden. Diese Flasche wegzuwerfen wäre ein guter Anfang. Du hast recht. Ich habe mich schon zu lange von dieser verdammten Flüssigkeit gefangen halten lassen. Nimm sie, ich muss beten. Danke, Bruder. Gehen wir erstmal nach rechts hier.
Ich würde mir gerne das Buch der Almanach der alchemistischen Maßeinheiten ausleihen. Es tut mir leid, aber ich bin so beschäftigt, dass ich dir im Moment nicht helfen kann. Ihr Neulinge kommt rein, nehmt so viele Bücher mit, wie ihr könnt, werft sie durch die Gegend und legt sie nicht wieder zurück. Du bekommst den Almanach, wenn ich das Chaos beseitigt habe. Vielleicht kann ich dir dabei helfen. Das wäre außerordentlich freundlich von dir. Ich könnte dann den Almanach für dich finden. Geh durch die Bibliothek, hebe die verstreuten Bücher auf und stelle sie in die richtigen Regale. Wenn du fertig bist, bekommst du den Almanach. Das heißt übrigens Almanach. Das Buch geht über das... handelt von dem deutschen... Wie scheiße ist alles. Darum geht's. Da stehen ganz viel... Ach. Das Buch muss ich wahrscheinlich auch mir gönnen. Also, dann lesen wir die doch mal. Astronomie. Der Schatten. Schlacht und Wachat. Das. Dies. Und jene. Also, Astronomie. Alles klar. So, Geschichte hatten wir hier vorne. Da kommt dann rein das. Ich? Magie, haben wir doch was? Hm. Lehren der Götter. Ja. Da. Alles klar. Zählt das auch unter Flora? Was ist Belletristik? Ich kenne das Wort nicht. Wahrscheinlich ist es das so poesiemäßig. Es ist erledigt. Wegen des Almanach. Ich sehe, dass alle Bücher richtig einsortiert sind. Ich danke dir für deine Hilfe. Hier, der Almanach für dich. Okay, ich muss Licht machen.
heißt das? Scheint so. Ich habe wieder einen Dietrich nach den Schlüssel. Aber ich habe eine Verwandlung, oder? Das kann ich gerade nicht tun. Hallo, Fastnamensvetter. Kann ich mir diesen Kessel ausleihen? Auf keinen Fall. Ich brauche ihn, um Suppe zu kochen. Du willst wahrscheinlich irgendeinen Itztrag darin kochen, das kannst du vergessen. Danach wird man nichts Essbares mehr in diesem Kessel kochen können. Ich habe schon genug Probleme mit Ratten. Jetzt belästigt mich auch noch ein Alchemist auf der Suche nach Erfüllung. Ich kümmere mich um deine Ratten, wenn ich dafür den Kessel bekomme. Bist du verrückt? Wenn du mit einem Stock auf sie losgehst, werden sie sich in ihren Nestern verstecken. Allein der Gedanke, dass sie zwischen den Wänden herumkrabbeln, macht mich krank. Wie wäre es mit etwas Gift? Bist du wahnsinnig? Gift in der Küche? Willst du uns alle umbringen? Ja. Vergiss es und lass mich in Ruhe. Ich habe die Ratten lieber im Visier. Auch wenn sie eklig sind, sind sie klein und wehrlos. Ich brauche keine Angst vor ihnen zu haben. Wie bist du hierher gekommen? Ins Kloster im Allgemeinen oder hier in die Küche? Okay, antworte nicht, denn beide Geschichten sind nicht lang. Ich bin ins Kloster gegangen, weil meine Familie ärmer ist als eine Maus unter einem Besenstiel und hier habe ich ein Dach über dem Kopf, etwas zu essen und in ein paar Jahren auch eine allgemein anerkannte Arbeit. Nachdem ich einen der Magier gestanden hatte, dass ich kochen kann, wurde ich in der Küche eingesetzt. Seitdem verbringe ich die meiste Zeit hier. Nichts wie weg. Null. So. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Ach, Dreck. Halt! Niemand darf ohne Erlaubnis die Katakomben des Klosters betreten. Warum? Dies ist ein direkter Befehl des Priors. Nur Erzmagiern ist der Zutritt erlaubt. Was ist in diesem Keller? Hinter meinem Rücken befinden sich die Katakomben des Klosters. Nichts, was dich angehen sollte, junger Mann. Wie ist das Leben? Ich versuche zu meditieren. Stör mich nicht. Ich bin aber ein Fisch, ich bin ein Stör. Ich muss stören. Das heißt, wir brauchen zwei Dietriche bzw. zwei Schlösseröffner, Riechser. Was ist hier? Grusel, sein Vater, ist hier. Ich darf das.
bin neu hier. Ich brauche das. Hier. Interessiert nicht. Hey du, du bist also der Junge, von dem Riordian gesprochen hat. Ja, ich habe gehört, dass du und Kessel in große Schwierigkeiten geraten seid. Sag mir, denkst du wirklich, dass dein Leben und deine persönlichen Ziele wichtig genug sind, um andere zu gefährden und den Frieden dieses heiligen Ortes zu stören? Was meinst du? Du weißt genau, worum es geht. Ich kenne Leute wie dich. Sie stecken ihre neugierigen Nasen überall rein und halten sich für große Helden, aber in Wirklichkeit bringen sie nur Leid und Tragödien. Wenn du fertig bist, müssen wir, die Diener Adanos, das verlorene Gleichgewicht durch harte Arbeit wiederherstellen. Kommt davon, wenn man sonst nichts tut. Ich will nur einen gefährlichen Mann aufhalten. Volker? Ja, weil er so ein furchterregender, gefährlicher alter Mann ist, der nichts Besseres zu tun hat, als junge Abenteurer mit übersteigertem Ehrgeiz zu verfolgen. Sieh dich doch an. Du hetzt so sehr vorwärts, dass du mit dir selbst nicht mehr Schritt halten kannst. Sieh nur, wohin es dich gebracht hat. Du bist ein Schatten deiner selbst geworden. Vielleicht hast du recht. Ich sehe, dass dir etwas zu schaffen macht, Junge. Hier ist etwas, das dir hilft, das Ende des Weges zu erreichen. Nicht zu holen. Oh Junge, das ist immer so richtig räudig hier. Ich glaube, das ist nicht der Weg, den ich gehen sollte. Ich habe es zwar überlebt, aber irgendwie, das hat sich gerade nicht richtig angefühlt. Wunderbar.
gute Gothic 1 Engine mit dem Buch umwerfen. Kennt's nicht. Ja, jetzt dürfte ich nicht mal gegen die Ratte kämpfen. Du hättest mich töten können. Komm schon, Junge. Ein paar Vorsprünge. Und Ratten sind keine Herausforderung für dich. Ich habe gehört, wozu du fähig bist. Aber ich schulde dir eine Entschuldigung. Meine Motive waren nicht so ehrenhaft, wie ich es mir gewünscht hätte. Ich habe mein Verhalten von meinen Gefühlen beeinflussen lassen. Alles nur, weil ich in gewisser Weise mein altes Selbst in dir gesehen habe. Vor vielen Jahren, als ich noch kein Magier war, bin ich viel durch die Welt gereist. Ich dachte, ich würde den Menschen helfen, aber in Wirklichkeit half ich nur mir selbst. Überall, wo ich hinkam, stiftete ich noch mehr Verwirrung, als ich bei meiner Ankunft vorfand. Du weißt gar nicht, wie viele Jahre ich gebraucht habe, um zu verstehen, dass selbst die edelste Tat tragische Folgen haben kann. Es ist also das Beste, nichts zu tun? Was habe ich nicht gesagt? Am einfachsten ist es, nichts zu tun oder zu versuchen, alles umzustellen. Weder das Böse noch das Gute kann letztendlich gewinnen. Sie befinden sich in einem ständigen Kampf, weil das ihre Natur ist. Jeder, der fanatisch nach dem Guten oder dem Bösen sucht, hüllt die Welt in Zerstörung und Verzweiflung. Nur wenn wir das Gleichgewicht halten, können die Menschen und alles um sie herum existieren. Die wichtigste Lehre von Adanos ist die Beherrschung. Beobachte, analysiere und wenn du handelst, dann tue es mit Bedacht und im Bewusstsein der Konsequenzen. Glaubst du, dass ich mit dem, was ich tue, einen Fehler mache? Es steht mir nicht zu, darüber zu urteilen. Die heutige Situation ist ein gutes Beispiel dafür. Trotz jahrelanger Meditation und Gebet habe ich mich von meinen Gefühlen blenden lassen. Nur du allein bist in der Lage, dein eigenes Handeln zu beurteilen. Du musst dir einfach Zeit dafür nehmen. Wenn du weiter so hetzt wie bisher, überlebst du den nächsten Sturz von einem Wasserfall vielleicht nicht. Vielen Dank für deinen Rat. Viel Glück auf all deinen zukünftigen Wegen. Mögen deine Entscheidungen das Gleichgewicht in unserer leidenden Welt wiederherstellen. Was gibt es hier zu sehen? Adanos, vor allem. Nirgendwo sonst wirst du so leicht mit ihm in Kontakt kommen wie in den Mauern des Klosters. Wenn dich das interessiert, findest du hier auch Weinbau. Wenn du lesen willst, haben wir eine Bibliothek. Wenn du für unsere toten Brüder beten willst, geh zum Friedhof. Ich würde nur eine kleine Bitte äußern. Störe keine Magier oder Novizen bei ihrer Arbeit. Und am besten, du fängst selbst an, dich nützlich zu machen. Wie geht's? Mir geht es gut, junger Mann. Ich hoffe, die Gnade von Adanos bleibt dir erhalten. Okay. Waren wir denn jetzt überall? Also im Keller waren wir. Ach, da sind wir rausgekommen. Das haben wir schon gelootet. Das heißt, wir müssen hier hin. Ich habe keine Ahnung, was du gemacht hast und ich möchte es auch gar nicht wissen. Jedenfalls vielen Dank. Hier ist der Mörser. Du kannst ihn sogar behalten. Ich kann mir leicht einen neuen besorgen.
Okay. Warte mal. Und jetzt alles? Sieht ziemlich gut aus, würde ich sagen. Hey. Ich habe alles, wonach du gefragt hast. Toll, mir fehlen nur noch ein paar Zutaten. Ich hatte noch keine Zeit, sie zu suchen, weil wir heute bei einigen unserer Patienten Rückfälle hatten. Du bist heute ganz schön herumgelaufen und solltest jetzt etwas schlafen gehen. Die Panazee wird bei einem ausgeruhten Körper sicher besser wirken. Ich kümmere mich um die Vorbereitung des Arbeitsplatzes im Lagerraum neben deinem Zimmer und um das Brauen der Panazee selbst. Hat jemand von euch dieses Wort Panazee, Panazee schon mal gehört? Ich nicht. Ich habe weder einen Dietrich noch den Schlüssel. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Hey, weißt du, wo Riordian ist? Ja, ich habe gesehen, wie Riorol heute Morgen zusammen mit zwei Erzmadian im Spital ankam. Kurze Zeit später haben sie Riordian schweigend hinausgeführt. Sie sahen alle sehr nervös aus. Ich hoffe, Riordian steckt nicht in Schwierigkeiten. Er war immer so nett und hilfsbereit. Kennst du den Lagerraum im Obergeschoss? Ja, dort bewahren die Magier ihre Besen, Putzmittel und anderen Krempel auf. Hast du etwa vor, aufzuräumen? Eigentlich nicht, aber ich muss da rein. Allerdings ist die Tür verschlossen. Irgendwann haben die Magier angefangen, die Lagerräume zu verschließen, weil die Novizen so ein dummes Spiel mit ihren Besen erfunden haben. Seit ich bei der Reinigung helfe, habe ich einen Ersatzschlüssel. Hier ist er. Verliere ihn nicht. Aha. Aha, aha, aha. I like it. So, halbe Flasche Milch. Dann Kronstöcke. Drei Heilwurzeln. Dann Erdaloe, dann Drachenwurzel, dann Honig. Kein Thema. Sagt das hier? Oh
ist. Meine Hände zittern noch immer. In diesem Zustand kann ich keinen Trank brauen. Sabbel nicht, das geht. Hey du. Anhalt, ich brauche wieder deine Hilfe. Wenn du willst, dass ich nochmal etwas im Kloster suche, muss das warten. Der Prior hat ausdrücklich verboten, das Spital zu verlassen, bis Riordian und Rioruzo... Du musst mir helfen, einen Trank zu brauen. Ich? Ich weiß nichts über Alchemie. Und ich würde einen Besuch von diesen Erzmagiern lieber vermeiden. Sie scheinen sehr streng und rigoros zu sein. Entspann dich. Ich sage dir genau, was du tun musst, und wenn jemand fragt, sage ich, dass ich den Trank selbst gebraut habe. Und warum kannst du ihn nicht einfach selbst brauen, wenn du alles weißt? Man braucht eine ruhige Hand und gut abgemessene Zutaten, um einen Trank herzustellen. Meine Hände zittern noch immer wegen der vielen Wunden. Denke an den Mann, der dir einst geholfen hat. Jetzt kannst du genauso selbstlos und ohne nachzufragen jemandem helfen, der dich dringend braucht. Schon gut. Ich helfe dir. Lass uns diesen Trank brauen. Hey du, lass uns mit dem Trank weitermachen. Wir haben noch gar nicht angefangen. Okay, lass uns mit Schritt 1 beginnen. Gieß eine halbe Flasche Milch hinein. Hinzugefügt. Und nun? Füge den Kronstöcke hinzu. Füge 3 Heilwurzeln hinzu. Füge die Erdaloe hinzu. Und jetzt? Aloe. Füge die Drachenwurzel hinzu. Füge 2 Esslöffel Honig hinzu. Das sollte alles sein. Wer hätte das gedacht? Ich bin in einem Kloster der Wassermagier und braue Tränke. Bist du sicher, dass du das trinken willst? Wir haben vielleicht einen Fehler gemacht. Warum warten wir nicht auf Riordian? Das dauert zu lange. Wie fühlst du dich? Hat der Trank gewirkt? Ich stehe noch. Also haben wir zumindest nicht alles falsch gemacht. Wir haben den Trank echt gebraut. Stell dir vor, wie vielen kranken Menschen wir damit helfen können. Wir müssen den Trank so schnell wie möglich zu Kessel bringen, solange er noch kocht. Schnell! Schnell! Was ein Glück. Trotz der Worte der Magier hatte ich Angst, dass du deine Augen nie wieder öffnen würdest. Was ist dieses Mal passiert? Wo ist Kessel? Gleich nachdem du den Trank getrunken hattest, sah es so aus, als hättest du dich vollständig erholt. Als ich Kessel den Trank gab, hast du angefangen, dich komisch zu verhalten. Du hast angefangen zu schwanken, murmeltest etwas von einem Volker und nach einer Weile bist du einfach hingefallen. Ich bekam Panik und rannte, um Hilfe zu holen zur Kapelle, wo Riordian sein sollte. Unterwegs wurde mir klar, dass ich immer noch die Flasche mit dem verfluchten Trank und das Rezept in den Händen hielt. Und irgendwie habe ich sie in all der Panik von der Brücke direkt ins Meer geworfen. Dieser Trank scheint ebenso gefährlich wie hilfreich zu sein. Vielleicht ist es am besten, wenn er eine Klosterlegende bleibt. Marvin, der Prior bittet dich, in die Hauptkathedrale zu kommen. Er möchte mit dir Riordian und Kessel sprechen. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe. Zeig mir den Weg. Wie geht's? Ich werde nie verstehen.
erstmal gegen alles laufen, was geht. Was machst du hier? Ich nehme an, du fragst nur aus Höflichkeit, da es offensichtlich ist, dass ich hier der Gärtner bin. Du scheinst eine ziemlich große Sammlung verschiedener Pflanzen zu haben. Ja, das ist ein Anfang. Die Magier brauchen viele Kräuter für ihre Tränke, also versuche ich alles anzubauen, was unter den Bedingungen hier überlebt. Leider fehlen mir noch ein paar Pflanzen und die Wege waren in letzter Zeit zu gefährlich, um Samen zu sammeln. Ich könnte sie dir bringen. Ja, das wäre großartig. Vielleicht kann ich dir sogar ein paar Tränke als Belohnung besorgen. Ich mache sofort eine Liste. Warte einen Moment. Auf geht's. Großartig, lass mich mal sehen. Du findest deine Sachen im Turm. Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Ach krass, ich kann jetzt schon meine Sachen nehmen. Das ging ja gigaschnell. So, Leute der Nacht, jetzt wird hier ordentlich Radau gemacht. So, bei wie fängt's an? 4. Nee, Quatsch. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10. Warum stehst du eigentlich die ganze Zeit hier so? So, jetzt können wir hier Action machen. Ach, jetzt geht die Tür auf einmal auf. Frechheit. Ich finde, der blaue Trank hier vorne oder Türkise ist richtig fancy. Hey. Das Wichtigste ist, fast krepieren und es dann direkt hier loslegen. Das ist ganz, ganz wichtig. Alter, strahlt die Sonne gerade mich hier an. Junge.
Ach, guck an. Hier ist sogar noch ein Grundstückel. Das gefällt Papa. Hier im Turm irgendwas. Nothing special. Ah. Schöne Pflanze. Kannst du brauen so? Kannst du brauen kalt? Kannst du brauen warm? Ach da. Ach, guck, hier sind wir wieder. Ist ja wohl wieder was nachgespawnt an Dingen. Aha. Stimmt, Kapitel 5 ist jetzt gerade. Da sind die ganzen Erze und Tralala und Philibus alle nachgespawnt. Das ist toll. Das gefällt mir. Gottes Willen. Hat denn die Gräber hier bloß ausgehoben? Schlimm. Wo ist denn hier der Chef im Geschäft? Warte mal. Was machst du hier? Warum bist du nackt? Mein Name ist Arthur und ich bin gerade dabei, alle meine Lebensentscheidungen zu bereuen. Meine ganze Familie drängte mich. Geh ins Kloster, du wirst neue Leute kennenlernen und mit einer anderen Perspektive auf die Welt sehen. Und jetzt? Ich renne wie ein Idiot durch die Gegend und suche meine Sachen, weil die anderen Novizen sich einen Scherz erlaubt haben. Warum haben sie dir das angetan? Woher soll ich das wissen? Ich weiß nicht, was in diesen leeren Köpfen vorgeht. Zugegeben, ich bin für die Klosterbibliothek zuständig und der wütende Meister Oteka könnte alle Novizen bestrafen. Aber das ist noch lange kein Grund, einen guten Freund so zu misshandeln. Haben sie deine Sachen gestohlen? Sie haben sie nicht gestohlen. Sie haben sie über die Dächer des Klosters verstreut. Adanos sei mein Zeuge, wenn ich ein Magier werde, wird das gleiche mit jedem von ihnen passieren. Lass mich dir bei deiner Suche helfen. Wirklich? Das ist toll. Ich wusste, dass es noch gute Menschen auf der Welt gibt. Ich suche meine Novizenrobe, meinen Novizenstab und mein Tagebuch. Mir wurde gesagt, dass sie alles auf dem Dach des Klosters verstreut haben, also werden wir ohne den richtigen Zauberspruch nicht rankommen. Hier, diese Spruchrollen sollten ausreichen. Was deine Sachen angeht. Ja? Ich bin beeilt.
Erstmal hier Meister Lampe beklauen. Keine Ahnung, wem das hier wohl gehören mag, aber ist auch egal. Erst nehmen, dann fragen. Das ist die Devise, die wir haben. So. Gehen wir gerade noch mal in den Keller, weil wir ja hier noch diese eine Truhe zum Öffnen hatten. Falsche Tür. Das haben wir bekommen. Aber wir hatten noch mehr. Wir haben noch einen Wein oder so bekommen. Oder? Oder war das der Himmelgeist? Ist auch egal. Hey. Hey. Die chillen hier einfach mal weiter. Hey, du. Deine Enthüllungen über Volker sind beunruhigend. Ich hoffe, du übertreibst. Ist das schon geklaut alles? Hoppala. Also das, ich mag das hier an dem Kloster nicht, dass es hier irgendwie so ein bisschen egal gleich aussieht. Na warte, du dreckiger Dieb! Frech, dass er mich einfach angreift. Aber das ist der Grund, warum ich eben gerade noch kurz davor gespeichert habe, weil ich dachte, wenn er sich schon so umdreht, ist er schon ein bisschen sassy. Finger weg da. Hä? Ich habe doch nur das Schloss geknackt. Das ist doch nur Magie. Was willst du von mir? Arschgeige. Ich kann auch mitsingen bei dem Magier-Song hier oder Kloster-Song oder was auch immer. Naja, stimmt, das ist die Aufgabe von Kollege Bratwurst da hinten. Jetzt wird mich der hier links ansprechen. Ich?
So, und den Stab brauchen wir noch, ne? Wollen wir den versteckt? Da. Warte, ich möchte dich bitten, diese Dinge nicht an Arthur zu übergeben. Warum nicht? Was ist das Problem? Ich war derjenige, der den Novizen gesagt hat, sie sollen seine Sachen verstecken. Arthur wird nicht nur seiner Verantwortung nicht gerecht, auch sein Kopf ist noch nicht da, wo er sein sollte. Ich möchte, dass er Verantwortung übernimmt, sich auf das Lernen und das Kloster einlässt und keine großen Pläne schmiedet, was er tun wird, wenn er ein Magier wird. Ein bisschen Bescheidenheit im Leben würde ihm nicht schaden. Wenn du denkst, dass es ihm helfen wird, gebe ich dir seine Sachen. Danke, dass du zugehört hast. Vertrau mir, diese Lektion hat schon bei vielen Anfängern funktioniert. Und wenn er weiterhin nicht arbeitet, sollte er sich besser an solche Morden gewöhnen. Warte mal. Was deine Sachen angeht. Ja? Leider kann ich dir bei deiner Suche nicht mehr helfen. Du verlässt mich so, wie meine Familie mich verlassen hat. Klar, mach dich über mich lustig. Wir werden sehen, wer zuletzt lacht. Stabile Arme. Ja, wo muss ich jetzt hin? Ich bin bereit. Okay, folge mir. Aha, jetzt ist das Gitter auch offen. Salzgitter. Bree, ich kenne mich doch hier schon bestens aus. Ich war hier schon mal. Sprich mit Kessel. Er wird alles Weitere mit dir klären. Marvin, schön, dich zu sehen. Ich habe schon gehört, dass ich meine Genesung dir zu verdanken habe. Ich wusste gar nicht, dass du so viel über Alchemie weißt. Ich war's dir schuldig. Schließlich hast du mich zweimal gerettet. Komm schon, Marvin. Du bist mir nichts schuldig. Ich konnte dich doch nicht einfach dort lassen. Wie geht es dir? Die Panazee hat mich umgehauen. Ich würde sogar sagen, ich fühle mich besser als vor der ganzen Sache. Ich meine natürlich meinen Körper. Ich kann den Gedanken an meine Brüder, die von diesem Bastard ermordet wurden, immer noch nicht abschütteln. Die Magier müssen endlich reagieren und etwas gegen diesen verdammten Volker unternehmen. True Story. Hast du etwas Interessantes in den Dokumenten von Sachs gefunden? Ja, da sind die Protokolle des Verhörs. Da steht etwas über deinen Bruder drin. Aber am besten liest du es selbst. Leider ist dies eine falsche Spur. Keines dieser Dokumente beweist direkt die Schuld des Wucherers. Das war doch klar. Das hätte ich dir vorher sagen können. Trotz der Anwendung verschiedener Methoden hat der Gefangene noch nichts Brauchbares preisgegeben. Am fänglichsten scheint er für Wasserfolter und Verbrennung zu sein, was jedoch meist sehr private und traumatische Erinnerungen hervorruft.
In den Halluzinationen erwähnt er mehrmals etwas über die Schmiede seines Vaters. Es scheint, dass er sich selbst die Schuld am Tode seines Vaters gibt. Entweder ist dieser glatzköpfige Bastard verdammt schwer zu knacken, oder er hat wirklich keine Ahnung von der Organisation der Aufrührer. Wie auch immer, die Befehle des Bosses sind klar. Verhören, bis er etwas gesteht. Verhören, kann ich dann Bradlocks neuen Spielzeug an ihm ausprobieren. Ach, wenigstens kann ich den. Hey, wie war's? War der Prior wütend? Wütend? Manchmal habe ich das Gefühl, dass dieser alte Mann mehr Geduld hat als Adanos selbst für seine Götterbrüder. Leider habe ich eine Menge Kommentare von den anderen Erzmagiern zu hören bekommen. Nun wollen sie unbedingt mit dir reden, du solltest sie besser nicht warten lassen. Das würde mich nicht überraschen. Dann? Hör zu. Das sind mächtige Magier. Die meisten von ihnen haben uralte Bücher studiert, bevor deine Eltern sich überhaupt kennengelernt haben. Sprich nur, wenn du gefragt wirst, und erweise den Magiern den Respekt, den sie verdienen. Gut, du lernst schnell. Noch etwas Wassermagier können manchmal ein wenig empfindungslos sein. Sie sind ständig auf der Suche nach Gleichgewicht und sehen die Welt deshalb manchmal nicht so wie die anderen. Lass dich nicht entmutigen, wenn sie nicht wie erwartet auf deine Worte reagieren. Hauptsache, man hört das scharf. Kessel. Wie ist deine Suche verlaufen? Gibt es Überlebende unter den Mitgliedern des Ring des Wassers? Leider nicht, Priorin. Ich bin der Einzige, der noch übrig ist. Wer ist dein Begleiter? Ich kann mich nicht erinnern, dass er ein Mitglied des Rings ist. Sein Name ist Marvin. Vor einiger Zeit kam er mit seinem Bruder nach Acholos. Leider wurde sein Bruder vom Wucherer entführt, gefoltert und schließlich getötet. Adanos selbst muss unsere Wege zusammengeführt haben. Wir haben beide noch eine Rechnung mit dem Wucherer offen. Du sprichst darüber, als ob Volker selbst für all das Böse auf dieser Insel verantwortlich ist. Ich werde dich dasselbe fragen, was ich dich das letzte Mal gefragt habe, als wir ein solches Gespräch geführt haben. Haben wir unwiderlegbare Beweise, dass Volker dahinter steckt? In letzter Zeit strömen massenhaft verlorene Menschen über die Insel, deren Hunger und Armut sie zu den schlimmsten Taten treiben. Volker hat wiederholt gezeigt, dass er sich um Acholos sorgt. Muss ich dich daran erinnern, dass er einer der wenigen ist, die das Wohl der Armen und Kranken finanziell unterstützen? Oder die Tatsache, dass er Gold ohne Zinsen an Menschen in Not verleiht? Die, die sich über seinen Reichtum beschweren, vergessen diese Tatsachen gern. Oh ja. Ich verstehe, dass dieser Verdacht schon seit Jahren besteht, aber langsam wird es zu einer Art Besessenheit. Ich würde eher sagen, dass es die Händlergilde ist, die einen gewissen Hang zur Macht hat. Schließlich hört man sehr viel über ihre Reaktion auf mehr Steuern und Beschlagnahmungen. Alle Mitglieder des Ring des Wassers sind tot. Am Tatort trafen wir auf Leute, die wie Söldner des Wucherers gekleidet waren und versuchten, uns zu töten. Wir sind nur knapp mit dem Leben davongekommen. Muss der Wucherer selbst hierher kommen und all diese Morde gestehen, damit du mir glaubst? Kessel, nicht in diesem Ton. Vergiss nicht, mit wem du sprichst. Du sprichst mit dem ranghöchsten Wassermagier. Wir geben dir einen Moment Zeit, um dich zu beruhigen. In der Zwischenzeit kann uns dein Begleiter vielleicht etwas erzählen. Marvin, kannst du diese Version der Geschehnisse bestätigen? Kannst du beweisen, dass Volker für all diese Morde verantwortlich ist? Ich habe eine Zeit lang für den Wucherer gearbeitet. Am Anfang schien er wirklich der Mensch zu sein, für den er sich ausgab, aber es gab eine Menge Dinge, die mir nicht gefielen. Von Anfang an hat er versucht, mich auf die Spur des Rings des Wassers zu bringen, indem er sie als Aufrührer bezeichnete. Als ob er wollte, dass ein Außenstehender ihm hilft, seine Gegner aus dem Weg zu räumen. Obwohl er wusste, dass Osip nicht für das Attentat verantwortlich war, hat er nicht die Absicht, ihm zu helfen, den Kerker zu verlassen. Er hat sich nicht einmal die Mühe gemacht, der Beerdigung seines eigenen Mannes beizuwohnen, der durch den Bolzen starb, der für ihn selbst bestimmt war. Ich mache ihm keinen Vorwurf. Wenn ich derjenige wäre, den jemand auf so feige Art und Weise umbringen wollte, würde ich alles tun, um ihm keine zweite Chance zu geben. Ich folgte der Spur, die ich bei Jorn gefunden hatte, und machte mich auf den Weg zu einem der Verstecke des Wucherer. Das ganze Gebäude war voll mit seinen Söldnern.
Bevor du zu dem Schluss kommst, dass sie vielleicht von jemand anderem beauftragt wurden, möchte ich hinzufügen, dass einer der persönlichen Helfer des Wucherers, Sachs, dort versucht hat, mich zu töten. Ich habe im Keller eine spezielle Folterkammer gefunden. Dorthin wurde mein Bruder gebracht. Leider habe ich ihn dort auch gefunden. Er war wahrscheinlich schon seit Tagen tot. Der Ort war voll mit geheimen Dokumenten, Kisten voller Waren. Aber vor allem mit Waffen. Wofür könnte er so viele Waffen benötigen? Das mit deinem Bruder tut mir sehr leid, aber ich glaube, du ziehst voreilige Schlüsse. Vielleicht steckt dieser Sachs, den du erwähnt hast, hinter all dem. Auf jeden Fall ist diese Spur eine weitere Untersuchung wert. Wir werden Roderich benachrichtigen, dass seine Männer den Ort gründlich untersuchen sollen. Ich war bei Kessel, als wir angegriffen wurden. Es waren wieder dieselben Leute, mit denen wir im Versteck gekämpft hatten. Sie warteten dort auf uns und wollten uns um jeden Preis töten. Niemand sonst kann für die Ermordung der restlichen Mitglieder des Rings verantwortlich sein. Aber sie waren nicht da, bis du die Leichen gefunden hast. Und ich vermute, du hast sie auch nicht bei dieser schändlichen Tat beobachtet? Nein. Ich denke, da sind jetzt genug Informationen. Bardulf, gibt es etwas, das du hinzufügen möchtest? Regen. Der Junge ist schlau und sucht nach Gerechtigkeit. Allerdings könnte sein Urteilsvermögen durch den Verlust eines geliebten Menschen beeinträchtigt sein. Ich denke, dass es bei einer so sensiblen und doch so wichtigen Frage am besten ist, abzustimmen. Nicht nur wir als Rat, sondern auch die anderen Magier. Im ganzen Prozess sollte ein gemeinsames Gebet um die Gnade von Adanos Weisheit vorausgehen. Nur dann werden wir würdig und bereit sein. Kluge Worte, mein Freund. Ich stimme zu, dass ein Mann nicht die Verantwortung für eine solche Entscheidung tragen sollte. Vor allem, da jede Aktion, die wir unternehmen, große Konsequenzen haben kann. Wenn wir uns ohne stichhaltige Beweise gegen Volker entscheiden, oder noch schlimmer, wenn uns das Gegenteil bewiesen würde, wäre unser Ruf ruiniert. Ja, das ist in dieser Situation die beste Lösung. Kessel, gibt es etwas, das du hinzufügen möchtest? Priorregen, verzeih mir meinen Ausbruch gerade eben. Die letzten Wochen waren nicht gut zu mir. Ich habe viele gute Männer verloren, die ich eigentlich beschützen sollte. Ich möchte alles tun, was ich kann, damit die Menschen auf Acholos in Würde und Frieden leben können. Wenn du die Gebete und die Gnade von Adanos brauchst, um eine Entscheidung zu treffen, dann muss ich das respektieren. Marvin und ich werden vor der Kapelle auf die Neuigkeiten warten. Ich gewähre dir Vergebung, Kessel, aber möge sich diese Situation nie wiederholen. Du bist ein Mitglied des Ring des Wassers. Benimm dich deiner Stellung entsprechend. Vergiss nicht, dass auch wir uns um das Wohlergehen der Insel kümmern wollen. So, Chef, dann lass mal knacken. Kessel, Marvin, zusammen mit den anderen Wassermagiern haben wir nach vielen Stunden des Gebets fast einstimmig eine Entscheidung getroffen. Die Wassermagier werden sich nicht in die Angelegenheiten der Insel einmischen. Volker ist ein Bürger von Acholos. Wenn er sich der von dir erwähnten Taten schuldig gemacht hat, sollte er vor Gericht gestellt werden. Da sich der königliche Gesandte derzeit selbst auf der Insel aufhält, werden wir ihm in Sorge um das Schicksal unserer Insel alle eure Verdachtsmomente mitteilen. Ihr müsst alle den Verstand verloren haben! Dieser Mann ist für den Tod von Dutzenden von Menschen verantwortlich. Darunter auch Leute, die geschworen haben, nicht nur das Gleichgewicht zu verteidigen, sondern auch euch. Du vergisst dich schon wieder, Kessel. Dies ist kein Ort, in dem du in einem solchen Ton sprechen kannst. Was muss noch passieren, damit ihr endlich etwas unternehmt? Ihr sitzt seit Jahren hier eingesperrt und habt nicht einmal einen Finger gerührt, während weitere Katastrophen über die Insel hinwegfegen. Der Krieg mit den Orks, Hungersnot, Krankheiten, soziale Ungerechtigkeit und obendrein ein Verrückter, der im Luxus lebt und über eine Armee verfügt. Deshalb muss das Kloster neutral bleiben. Es ist ein Ort, an dem jeder Zuflucht suchen kann. Wenn wir anfangen, Partei zu ergreifen und Anschuldigungen zu erheben, werden wir in den Strudel der politischen Scharmützel hineingezogen. Ruhe! Das ist der Wille Adanos. Er hat diesen schrecklichen Sturm aus einem bestimmten Grund über unser Kloster geschickt. Er hat uns unseren Platz gezeigt. Diese zerstörte Brücke ist ein Symbol. Ein Symbol dafür, dass es nicht unsere Aufgabe ist, uns in das einzumischen, was auf der anderen Seite ist. Wir sollen auf dieser Insel bleiben und jedem Schutz gewähren, der hier Schutz sucht. Darum geht es hier also. Der Sturm und die zerstörte Brücke?
Ein Haufen Steine wird das Schicksal der Menschen bestimmen? Ich glaube, ich muss dich nicht daran erinnern, dass Oberdant eines Steinhaufens überhaupt noch Krieg gegen die Orks führen kann. Dann muss auch ich mich durch den Schutt wühlen und euch ein neues Zeichen geben. Vielleicht kommt ihr dann aus diesem Stillstand heraus. Wovon redest du nun, Kessel? Ich werde zu den Ruinen von Vartal gehen und den Friedensstifter holen. Es wird wie ein wahres Zeichen von Adanos selbst sein, dass die Zeit gekommen ist, einzugreifen. Schluss damit! Ich will kein Wort mehr darüber hören. Ich muss beten und mich beruhigen. Warte mal. Kann ich jetzt nicht mehr mit denen sprechen? Warte mal. So, ich brauche doch noch ein bisschen Money und so. Kannst du mir magische Gegenstände verkaufen? Da du mit Riordian und Kessel zusammenarbeitest, denke ich, dass ich dir vertrauen kann und dir Zugang zu einigen meiner Gegenstände gewähren kann. Zeig mir deine Gegenstände. Alle meine Waren sollten mit Vorsicht verwendet werden. Lass uns handeln. Was hast denn du hier für nice Gegenstände? Ich sehe keine. Würdest du mir etwas über Magie beibringen? Tut mir leid, ich unterrichte. Wie ist das? Wie das Leben eines jeden Wassermagiers. Ich denke, es gibt nur noch eine Möglichkeit. Wovon redest du? Auf der Insel gibt es eine alte Festung namens Vartal. Sie gehörte Ulrichs Vorfahren, als die ganze Insel noch unter ihrer Herrschaft stand. Während einer der Schlachten wurde sie von den Mardiern fast vollständig in Brand gesteckt. Es heißt, dass die Schreie der Soldaten, die damals starben, noch heute zu hören sind. Aus diesem Grund besuchen nur wenige den Ort. Vielen historischen Legenden zufolge wurde ein uraltes Artefakt von Adanos, der Friedensstifter, in der Festung aufbewahrt. Diese Klinge ist der Legende nach ein Symbol für Ordnung und Gleichgewicht. Es heißt, dass er nur in Zeiten von Unruhen und Kriegen erscheint, um den Anhängern von Adanos bei der Wiederherstellung der Ordnung zu helfen. Hat ihnen wahrscheinlich nicht wirklich geholfen. Auch wenn die Fähigkeiten der Klinge nur eine Legende sind, wird ihre Existenz in vielen authentischen Chroniken erzählt. Wenn wir es nur bekommen könnten, würden die Wassermagier ihre Meinung bestimmt ändern. Ich war bei den Beratungen dabei, viele von ihnen zögern bereits. Solange der Prior und der Rat jedoch argumentieren, die eingestürzte Brücke sei ein Symbol für die Trennung von den weltlichen Angelegenheiten, wird keiner der Magier es wagen, Einspruch zu erheben. Riordian, denkst du auch, dass die Magier eingreifen sollten? Die Insel ist schon chaotisch genug und auf diesem Felsen zu sitzen, hilft dem Gleichgewicht kein bisschen. Die Zeit zum Handeln ist gekommen und ich weiß, dass viele der anderen Magier dasselbe denken. Sie brauchen nur ein Zeichen, das ihnen hilft. Was ist, wenn das Finden der Klinge keinen Einfluss auf die Entscheidung der Magier hat? Dann bleiben uns nur noch ein paar Möglichkeiten. In der Festung sollte es außer der Klinge noch viele andere Wertgegenstände geben. Wir könnten sie benutzen, um alle Beamten und Söldner des Wucherers zu bestechen. Wir würden ihm sein höchstes Gut wegnehmen, sein Gold. Ohne seine Marionetten hätte er keine Möglichkeit, einem fairen Prozess und seiner gerechten Strafe zu entgehen. Wir können die Klinge auch jederzeit Ulrich geben und ihn bitten, uns zu helfen. Obwohl er am anderen Ende der Insel lebt, respektieren viele Menschen in der Stadt seine Meinung. Besonders jetzt, mitten im Krieg, wenn seine Kräfte bei der Verteidigung der Insel entscheidend sein können.
Wo sollen wir anfangen? Kessel und ich müssen noch ein paar Bücher studieren. Die Vergangenheit der Festung ist sehr nebulös und es käme einem Selbstmord gleich, dorthin zu reisen, ohne sich vorzubereiten. Hier, ein bisschen Grundwissen über diesen Ort wird auch für dich nützlich sein. Treffen wir uns im Wald, der zu den Ruinen führt. Du findest ihn gleich nördlich von Bermashof. Wie du vielleicht bemerkt hast, ist es in letzter Zeit zwischen dem Ring des Wassers und den Magiern nicht gut gelaufen. Der Prior würde es vorziehen, dass wir den ganzen Tag im Kloster sitzen und einige Erzmagier würden unsere Organisation am liebsten ganz auflösen. Deshalb hatten wir uns schon seit einiger Zeit in dieser verlassenen Hütte getroffen. Es war der einzige Ort, an dem wir in aller Ruhe unser weiteres Vorgehen planen konnten, ohne uns Gedanken über die Reaktion der Magier zu machen. Die Magier stört das nicht. Die Magier sind unsere geistigen Führer, nicht unsere Vorgesetzten. Es ist unsere Aufgabe, das Gleichgewicht zu halten, besonders wenn die Magier das zu vergessen scheinen. Verdammt! Es war dieser verdammte Retok, der die Hütte als Treffpunkt vorgeschlagen hat. Der Wucherer muss ihn schon vor langer Zeit bestochen haben. Wahrscheinlich hat er deshalb so sehr gegen den Wucherer gehetzt, um uns zu verwirren. Was geschehen ist, ist geschehen. Wir müssen den Friedensstifter finden und den Wucherer aufheben. Du könntest auf dem Weg Gelegenheiten für Kampfübungen bekommen. Wer weiß, wie sich das Herumliegen im Kloster auf dich ausgewirkt hat. Wir sehen uns dort. Kannst du mir etwas beibringen? Ich bin auf Einhandwaffen und Armbrüste spezialisiert, aber ich kenne mich auch mit anderen Waffen aus. Sag mir Bescheid, wenn du loslegen willst. Warum wolltest du Volker töten? Der Kerl stellt seine eigene Armee direkt vor Roderichs Nase auf, übernimmt Geschäfte mit der Duldung der hilflosen Händlergilde. Wer weiß, was er als nächstes vorhat. Viele Menschen sehen ihn nicht als Bedrohung an, und genau das erhofft sich dieser Verrückte. Die einzige Möglichkeit, das Gleichgewicht wiederherzustellen, besteht darin, seine Aktivitäten einzudämmen. Was kannst du mir über den Ring des Wassers erzählen? Wie ich bereits erwähnt habe, sind wir die Hüter des Gleichgewichts und der Ordnung im Dienste von Adanos. Unsere spirituellen Führer sind die Wassermagier. Sie sind diejenigen, die uns helfen, den Zweck unseres Dienstes zu verstehen und ihn zu erfüllen. Die Mitglieder des Ring des Wassers bleiben immer im Verborgenen. Sie beobachten und analysieren und nur wenn es nötig ist, treten sie in Aktion. Es gibt viele Gruppierungen des Ring des Wassers im ganzen Königreich Myrtana, aber wir pflegen keine Kontakte, um nicht aufzufallen. Auf diese Weise können wir mehr sehen und hören. Handeln, während wir unbemerkt bleiben, die Dinge nach unseren Plänen geschehen lassen. Wenn wir uns nicht verstecken würden, wären wir berechenbar, leicht zu manipulieren oder zu täuschen. Auf diese Weise sind wir selbst keine Menschen mehr, sondern Ideen. Alles klar, Chef. So, was haben wir jetzt bekommen? War da irgendwas? Das. Hey, du. Ich habe viel um die... Ich glaube, ich habe ja alles schon leer geräumt. Ganz sicher bin ich mir nicht. Deswegen gucken wir gerade noch mal kurz nach. Hey, verdammt, was willst du? Verdammt, was willst du? Hauptsache, das Schaf kommt zu ihm mit hin. Kannst du mir mehr über Vartal erzählen? Ich weiß selbst nicht viel,
Die meisten Bücher, die wir hier haben, konzentrieren sich nur auf die großen Ereignisse. Ich habe jedoch gehört, dass es irgendwo im Keller des Klosters eine kleine und geheime Bibliotheksabteilung gibt, in der die meisten Bücher für die Öffentlichkeit unzugänglich sind. Ja. Da die Erzmadier unsere Mission nicht unterstützen, haben wir keine Zutrittsgenehmigung. Wenn du es irgendwie schaffst, dorthin zu gelangen, findest du vielleicht ein Buch, das Informationen über diese Ruinen liefern kann. Hey, du! Warum ist es eine Schaf dort drin? Ich habe mir das schon gedacht. Du hast hier nichts zu suchen. Nicht alles glauben, was man hört. Ach witzig, jetzt habe ich da nichts zu suchen. Aber als ich vor 4 Kapiteln und 12.000 Stunden gefühlt dort war, war das noch alles im Rahmen. Da bist du ja. Vielleicht hilft uns deine Folie, in den Schwierigkeiten zu geraten dieses Mal. Was gibt es? Siehst du die Scavenger auf dem Wagen? Diese bizarren Exemplare, deren Herkunft noch unbekannt ist, tauchten vor ein paar Wochen auf der Insel auf. Sobald ich von ihnen hörte, ließ ich Karn alle Exemplare töten. Leider scheint es jeden Tag mehr und mehr von ihnen zu geben. Bis jetzt haben wir nur die Auswirkungen behandelt, aber es ist an der Zeit, endlich die Ursache zu bekämpfen. Du hast jetzt die perfekte Gelegenheit zu beweisen, dass du keine Strafe bist, die von Adanos für unsere Verfehlungen geschickt wurde. Wenn du helfen möchtest, sprich mit Karn. Karn, was führt dich hierher? Lange nicht gesehen, hm? Ich erinnere mich, dass vor nicht allzu langer Zeit ein paar Lorca noch eine Herausforderung für dich waren und jetzt siehst du aus, als könntest du einen Schattenläufer mit bloßen Fäusten niederstrecken. Was mich betrifft, ich versuche mich irgendwie über Wasser zu halten. Seitdem Ramsay mich wegen der Bestie gefeuert hat, arbeite ich für die Magier im Kloster. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so viele Sachen direkt aus dem Wald brauchen. Viorol hat mir gesagt, ich soll dir helfen. Helfen? Du meinst, sie loszuwerden? Ich für meinen Teil habe genug bei meiner letzten Begegnung, mit denen wäre ich fast draufgegangen. Kannst du mir mehr über sie erzählen? Sie sehen fast aus wie gewöhnliche Scavenger. Den wirklichen Unterschied merkt man erst, wenn einer von denen dich erwischt. Als ich das erste Mal von einem getroffen wurde, dachte ich, ein Verrückter hätte mich mit einem Feuerball erwischt. Diese Biester sind scheißgefährlich. Scheißgefährlich, Digga. Weißt du, woher sie stammen? Das konnte ich nicht herausfinden. Ich habe die meisten von ihnen in der Nähe von Silbach und Valerios Weingut erlegt. Auch wenn ich einzelne Exemplare in ganz anderen Teilen der Insel getroffen habe. Hoffentlich hast du mehr Glück als ich. Wenn das so weitergeht, wird es nicht lange dauern, bis sie sich auf der ganzen Insel breit machen. Ach, scheiß drauf, Digga. Ich glaube, ich habe diese Scavenger schon einmal getroffen. Wirklich? Wann und wo hast du sie gesehen? Vor einiger Zeit, in der Nähe von Bodovins Haus. Sie fraßen seine Kräuterpflanzen. Und wer ist dieser neue Alchemist? Ich habe noch nie von ihm gehört. Ich dachte, er sei weithin bekannt. Er hat ein Haus zwischen dem Dorf Silbach und der Stadt. Ah, das ist der Ort, von dem du sprichst. Das passiert, wenn man die Mauern des Klosters jahrzehntelang nicht verlässt. Zu meiner Zeit arbeiteten Meister Hilger und sein Lehrling noch dort. Es scheint, dass er auf das Festland zurückgekehrt ist. Da du jetzt weißt, wo du mit deiner Suche beginnen kannst, solltest du keine Zeit mehr verlieren. Ich will gar nicht daran denken, welche Auswirkungen diese Spezies auf die heimische Tierwelt hat. Einfach Umweltschützer. Ich habe einen großartigen... Oh, verdammt! Du hast sie. Das wird die Magier freuen. Danke. Mit etwas Glück kann ich damit eine neue Sorte ziehen, wenn... Oh, genau. Hier, das ist für dich. Wunderbar. Angeblich schmecken sie angebraten ziemlich gut. Aber der Saft einer reifen Pflanze ist deutlich kostbarer.
Ich habe einen Samen für dich. Großartig, lass... Was fehlt mir denn noch? Feuernessel? Heilwurzel? Ja, Feuerwurzel brauche ich noch. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Du siehst endlich wieder wie ein Mensch aus. Die Wassermagier sind wirklich Meister der Heilmagie. Und wie geht es dir? Seit unserem letzten Treffen habe ich es geschafft, nicht ein einziges Mal zur Flasche zu greifen und darauf bin ich stolz. Trotzdem fühle ich immer noch dieselbe Leere wie vorher. Was ist, wenn alles, was unser Orden tut, keinen höheren Zweck hat? Ich habe sogar schon mit einigen Wassermagiern darüber gesprochen. Sie haben mir vorgeschlagen, die Texte mit der Weisheit von Adanus zu erforschen, aber irgendwie bin ich mir nicht sicher. Wie soll mir die Lektüre über Gleichgewicht und Ausgewogenheit helfen, meinen Glauben an Innos Feuer der Gerechtigkeit wiederherzustellen? Wie auch immer, ich werde dich nicht weiter damit belästigen. Du hast wahrscheinlich genug von deinen eigenen Problemen und kannst es kaum erwarten, das Kloster zu verlassen. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Ich sage dir, ich habe letzte Nacht seltsame Geräusche von Dorf gehört. Aber wo sind diese ganzen Viecher hergekommen? Ich werde nicht derjenige sein, der es den Magiern sagt. Es ist unsere Aufgabe, den Friedhof in Ordnung zu halten und wie ich die Regeln kenne, sind wir die, die dafür Ärger bekommen. Sei leise, es kommt jemand. Bitte, fahrt fort. Was willst du? Dies ist eine private Unterhaltung. Schau ihn dir an, der sieht aus, als könnte er mit Bestien umgehen. Vielleicht kann er uns irgendwie helfen. Sagt ihr mir jetzt, was hier los ist oder nicht? Na gut. Wir haben ein Problem und zwar ein großes. Seit einiger Zeit kann man praktisch jede Nacht seltsame Geräusche vom Friedhof hören. Zuerst dachten wir, dass es vielleicht nur der Wind oder das Meeresrauschen war, aber heute fanden wir die Leichen dieser Bestien zwischen den Gräbern verstreut. Wenn ich ehrlich bin, haben wir keine Ahnung, was wir dagegen tun sollen. Wir sind die Verwalter des Friedhofs und unsere Aufgabe ist es, für die Ruhe der Toten und die Sauberkeit des Geländes zu sorgen. Wir haben nur noch ein Jahr bis zur Prüfung des Wassers. Wenn die Magier denken, dass es an uns liegt, können wir die Ordination im nächsten Jahrzehnt vergessen. Ganz genau. Vielleicht könntest du dich darum kümmern, dass diese Leichen verschwinden und nicht mehr auftauchen. Wir haben nicht viel, aber wir geben dir gerne ein paar unserer Spruchrollen und Bücher. Ich werde mir den Friedhof ansehen. Vielen Dank. Du nimmst uns eine große Last ab. Ja. Sprechen wir mit Scheffe. Ich habe eine Aufgabe für dich gefunden. Wirklich? Die Novizen fanden einige tote Tiere auf dem Friedhof. Junge, ich muss meinen Glauben zurückgewinnen und nicht einen Friedhof von Feldräubern säubern. Ich bin sicher, dass du diese Aufgabe leicht allein bewältigen kannst. Testen wir mal. Die Leiche sieht so aus, als hätte sie jemand in Eile vergraben. Ein einzelner Goblin? Sehr seltsam.
Seltsam. Ich habe noch keine Wölfe auf dieser Insel gesehen. So. Ja. Dann testen wir mal, ob er jetzt mitkommt, der Paladin. Nach welcher DIN-Vorschrift handeln die denn? Wegen des Friedhofs. Kommst du schon wieder damit an? Ich denke, ich habe dir meine Meinung dazu schon gesagt. Du willst also einfach zulassen, dass eine Statue von Innos geschändet wird? Auf dem Friedhof ist ein Schrein Innos, aber das hier ist das Kloster der Wassermagier. Vielleicht ist das das Zeichen, auf das du gewartet hast. Du könntest recht haben. Lass uns gehen. Triff mich nachts vor dem Friedhofseingang, denn dann fangen die seltsamen Geräusche an. Ausgezeichnet. So wird denjenigen, die auf frischer Tat ertappt werden, Gerechtigkeit widerfahren. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Gut, dass du da bist. Ich wollte schon alleine losziehen. Folge mir! Oder wir sind einen Schritt gegangen nach dem letzten Gespräch. Was soll das? Hui, Pock. So, das war jetzt, glaube ich, ein bisschen tricky. Deswegen saven wir mal das Game. Alter, das ist. Nichts zu plündern. Das ist einfach jetzt gerade zu diesem Stadium, dass ich mit diesem fetten Zauber habe, einfach so lächerlich. Ich werde nicht zulassen, dass jemand das Heiligtum meines Herrn entweiht. Sagt ihr und trat die Tür dazu ein. Ich bitte euch, tut mir nicht weh. Ich habe nichts Falsches getan. Du hast das Heiligtum von Innos und diesen ganzen Friedhof entweiht. Für solch ein Verbrechen gibt es nur eine Strafe. Ah. Ich wusste, dass Innos etwas mit mir vorhatte. All die Zweifel, die Reise zum Kloster, all das geschah, damit ich das Böse, das hier geschieht, aufhalten konnte. Wieder einmal spüre ich in meinem Herzen die Flamme des Eifers für meinen Herrn. Ich werde mit den Magiern über den ganzen Vorfall sprechen. Sie werden sicher erleichtert sein, dass wir den Nekromanten aufgehalten haben. Wenn du mich jemals suchst, bleibe ich hier und bewache diese Kapelle. Ich danke dir, mein Freund. Pass auf dich auf und möge Innos dich beschützen. Wie läuft's? Seit du mir geholfen hast, ist es viel besser. Ja, easy GG. Ich habe jetzt auch bewusst nichts gesagt, weil... Wozu? Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Nichts zu plündern. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Okli dokli, wir enden zu dem so sehen. Was? Ach so. Wir haben Kampfgeräusche gehört. Was ist passiert? Es ist eine lange Geschichte, aber der Friedhof ist jetzt sicher. Ich danke dir sehr. Du rettest wirklich unsere Zukunft im Kloster. Wir wären dir dankbar, wenn du unseren Lehrern nichts von diesem Vorfall erzählen würdest. Hier, das ist als Dankeschön von uns beiden.
entspannter Typ. Also Ermin, er hat zwar das hier und das hier, aber wofür brauche ich das? Ich brauche das halt nicht. Gehen jetzt hier erstmal schön in den Keller. Müssen wir nochmal hin. Halt! Niemand darf ohne Erlaubnis die Katakomben des Klosters betreten. Dreh um. Wie ist... Ich hab... Halt, niemand... Habe ich hier noch so einen Schlafenzauber? Dreh um. Halt. Halt! Hallo, Katz. Ich weiß nicht gerade, was ich gegen den machen soll. Weil stumpf umhauen, bin ich mir gerade unsicher. Hey, du! Wo ging es denn nochmal raus zu dem Teleporter? War das da hinten irgendwo? Ich weiß das immer nicht so genau. Hey! Warum erfahre ich das jetzt erst? Ja, das ist wirklich wahr. Wieder ralala und wieder ralalala. Irgendwas nachgespawnt? Hey, du! Kannst du mich rauslassen? Na klar! Hä? Okay. Wusste ich nicht, dass das geht, aber nehmen wir. Naja, gut. Problem hier. Hier geht's nicht weiter. Naja. Katzen drehen schon wieder ein bisschen durch. Bisschen viel Pfeffer im Arsch. So. Wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen einfach random hier hin.
Wer hätte gedacht, im Sumpf regnet es. Was fragst du noch? Neuer Arena-Champion. Gott. Ja, was cooles Neues? Nicht so. Hey du! Junger Mann, dein Au- Auch nichts Neues? Wie? Ich kann mir jetzt sogar Besuche bei Rosita leisten. Wer erzählt denn sowas? Ja, nichts Neues. Es gibt doch nur noch mehr Ärger. Irgendwie haben die sich ein bisschen aufgehangen, hey, hier, ne? Hey. Wie der Herr der Arena. Ich kann das nicht. Ich kann das auch nicht. Was ist denn der Big Ben? Big Ben hat Wegrennen gemacht, hey, glaube ich. Hey! Lass. Haben die nichts Neues im Inventar? Also for real check ich nicht. Der auch nicht, oder was? Lass Moin, Edelpuff. Ganz klar, Edelpuff. So, kleine Sense. Willst du mal eine richtige kleine Sense sehen? That makes sense. Sagen immer alle. Ah. Hey du. Also irgendwie, wir sind im neuen Kapitel, aber die Sachen sind irgendwie nicht anders, die die anbieten, habe ich so den Eindruck. Das soll es zeigen. Siehst du diese beiden runden Dinger an der Rüstung? Die sind da mit Grund. Wenn ich es mal richtig fancy mag, ziehe ich das an. Oder ganz blanko. Oder mit Rock. Ich bin da nicht so. Zeit. Only Marv-Fans. Jetzt eine neue Rüstung, Krampanzer. Schwere Südländer-Rüstung. Die hat er jetzt, glaube ich, neu. Alter, Schuss vor Feuer 100 ist schon insane gut. Ah, perfekt. Mein Wecker ist gegangen, dass ich jetzt aufhören soll. Oh. Sieh mal, wer da ist.
Wie läuft's? Hast du gefunden, was du gesucht hast? Oder wenigstens ein kleines Vermögen auf dem Weg gemacht? Wie geht's? Seit du das Problem mit Beckett gelöst hast, geht es ziemlich gut. Ich möchte... Gerne, ich muss mir ja irgendwie meinen Lebens... Also ich würde schon gerne jetzt umhauen, so ist ja nicht, ne? Ich check auch nicht, was... Fun Fact, er heißt Cortez. ich weiß nicht, was Cortez da in der Arena macht. So. Jetzt chillt er einfach so sein Leben. Suchst du nach Cortez? Er gibt gerade in der Arena... Ja, das habe ich auch gerade gemerkt, dass da eine Arena ist. Muss ich da jetzt nochmal hin, oder... Also... Gehen wir nochmal hin. La-di-da-di-da. Kannst du gehen rechts rum, kannst du gehen links rum. Naja, oder halt auch nicht. Weil da das scheiß Gitter vor ist. So, warte mal gerade. So, gerade hier was einstellen. So. Das sieht doch gut aus. Hat er jetzt was zu erzählen? Okay, hat er einfach nicht. Fieser Bait. Sehr fieser Bait. Na gut, hier gibt es jetzt irgendwie nichts zu holen. Wo sind wir denn hier genau? 14, wir sind da unten. Wir sind jetzt einmal zu dieser einsamen Insel da hinten hingeschwommen und der hat gesagt, komm später wieder. Ich finde, das können wir gerade noch einmal schnelle machen. Ich hoffe, dass 4 Minuten Trank ausreichend ist. Was macht ihr da denn? Ich habe hier so ein Kallax-Regal quasi auf links liegen. Katze sitzt drauf. Kater sitzt im... also Katze sitzt auf dem Drucker auf dem Kallax-Regal. Kater sitzt im Kallax-Regal einfach drinne. Hier sind die Orks gelandet. What the fuck? Schon welche zum Töten, so. Oh ja. Aber hier wollen wir ja eigentlich gar nicht hin. Wollen wir das? Und hier ist ja dieses Ruin-Ding. Da kann man noch einmal kurz Kikeriki und Kukuku und Schuschuschu. Oder Sandhai. So, kurz mal so ein Tschüss sagen. Okay. Hat der noch was? Läuft ja bei mir.
wenn nicht sogar sprintet bei mir. Sind dort hinten vielleicht neue Viecher gespawnt? Nein, aber hier sind ja die Dinger, die wir nochmal abernten können. Einfach Lootkrake des Todes. Womit denn? Och, for real? Oh, jetzt ist meine... Es sind jetzt einfach 20 Spitzhacken weggebackt. Ich hasse das. Ich hasse das. Ah, und jetzt müssen wir da theoretisch wieder hin. Ah. Nee, komm. Ich habe auch keinen Bock. Wir wollen unsere Abendroutine ja nicht irgendwie unter den Teppich fallen lassen. Deswegen machen wir jetzt am besten einfach aus. So, in dem Sinne, wir sind ja nicht so viele hier gerade im Chat, eine Person. Deswegen darfst du dir selber aussuchen, wo du hingehst. Und wünsche einen schönen Abend und macht es gut soweit. Morgen weiß ich nicht, ob ich reinkomme. Ansonsten sehen wir uns.